Liebe Golferinnen, liebe Golfer, heute geben wir euch einen kleinen Einblick in mein Mentaltraining. Ich sitze hier mit meinem Mentalcoach Susanne und jeder von euch kennt das Problem, ihr habt ab und zu mal eine Bahn, da schlagt ihr immer auf die rechte Seite, linke Seite oder sonst wohin. Ihr trefft immer denselben Punkt, obwohl ihr da gar nicht hinspielen möchtet. Und wir geben euch jetzt einen kleinen Einblick, wie wir mit der Visualisierung es geschafft haben, dass ich halt nicht mehr dorthin spiele, sondern das Ziel treffe. Genau, das machen wir gerne. Ganz wichtiges Instrument ist wieder die Visualisierung. Das heißt, bei dieser Visualisierung das Ziel fokussieren. Dass ich wirklich den Fokus, meine Konzentration voll und ganz auf das Ziel ausgerichtet habe und mit der Fokussierung auch dabei bleibe. Ein mentales Bild vom Landepunkt des Balls zu haben. Ich führe keinen Schlag aus, bei dem ich nicht genau weiß, wo er hingehen soll. Man kann sich auch wirklich vorstellen, man hat eine kleine Kamera auf dem Kopf und man kann bei dieser Kamera eine Zoom-Funktion einschalten, um das Ziel ganz möglichst nah und detailgetreu heranzuzoomen, dass man auch Kleinigkeiten sieht und präziser das Ziel vor Augen hat. Je präziser ich das Ziel vor Augen habe und ich es schaffe, mich darauf zu fokussieren und zu konzentrieren, desto präziser werde ich meinen Schlag ausführen. Wie gesagt, wunderbare Technik ist die Visualisierung. Es fängt wieder an mit der Atemtechnik, haben wir im vorherigen Video beschrieben. Michael und ich haben schon viel miteinander gearbeitet, deshalb schafft er es relativ leicht und schnell in diesen Fokus der entspannten Konzentration durch die Atemtechnik reinzukommen, steht jetzt schon mit seinem inneren Bild in dem Mentaltraining vor seiner Bahn 3, wo er jetzt ganz fokussiert, konzentriert auf das Ziel hinarbeiten möchte. Vielleicht magst du uns beschreiben, was du dabei fühlst, wie deine innere Visualisierung ist, nicht nur im inneren Sehen, sondern mit allen Gefühlen, die in dir aufsteigen. Ja, ich stehe auf Bahn 3, eine Bahn, wo ich ab und zu mal den Ball auch nach rechts geschlagen habe. Und diese rechte Seite, die nehme ich bewusst wahr. Ich nehme auch die linke Seite bewusst wahr. Aber jetzt versuche ich mich nach dem Wahrnehmen dieser beiden Seiten auf mein Hauptziel, Mitte Fairway, zu konzentrieren. Ich suche mir da einen ganz genauen Punkt, das heißt nicht nur einfach die Mitte, sondern ein genaues Ziel, vielleicht auch ein Punkt in der Verlängerung dieses Ziels, irgendwas Markantes, was ihr dort irgendwo sehen könnt. Und dieses markante Ziel, das hole ich an mich heran. Ich zoome sozusagen in dieses Ziel hinein, ich hole das Ziel an mich heran und stelle mir vor, wie ich dieses Ziel erreiche, wie dieser Ball dort landet, dort ausrollt und auch wie sich zum Beispiel das anhört, wenn der Ball dort landet. Ich gehe also so stark wie nur möglich nur noch in mein spezielles Ziel, was ich erreichen möchte. Genau, und ich hoffe, es kommt auch ein gutes Gefühl in dir hoch, dass du dieses gute Gefühl mitnehmen kannst, es mit allen Sinnen fühlen kannst, wie du in deinem Ziel angekommen bist, wie du es immer wirklich schaffst, diese Konzentration auf den Fokus zu erhalten, um dein Ziel zu erreichen. Ich denke, das ist das Wichtigste und je häufiger man es übt, mental, im inneren Kino, im inneren Kopf, durch die Visualisierung, desto leichter wird es im täglichen Umgang. Versucht also dieses Problem nicht zu ignorieren, sondern versucht diese Aufmerksamkeit, diesen Fokus auf das wichtige, das richtige Ziel zu lenken. Viel Spaß dabei. Viel Spaß.